Erst hat die Europäische Notenbank EZB kein Glück und jetzt kommt auch noch Pech dazu, denn der Euro ist im freien Fall. Der Euro-Crash scheint zu beginnen. Die Gemeinschaftswährung auf dem tiefsten Stand zum US-Dollar seit 20 Jahren, aber auch gegenüber anderen Währungen verliert der Euro sehr, sehr kräftig. Warum? Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens die Energielage Europas, die prekär ist, mit der Abhängigkeit von russischen Energieträgern, mit der verzweifelten Suche, irgendwie diesen Winter noch irgendwo warm hinzukriegen. Da kauft man dann teures Flüssiggas ein. Wir sehen, dass die Elektrizitätspreise steigen, dass die Gaspreise weiter steigen. Das alles wird die Inflation nach oben bringen, wird die Kosten für die Unternehmen nach oben bringen und für die Konsumenten. Dementsprechend wird das Geld knapper für Investitionen und für Konsum, für andere Dinge. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Eurozone bald in eine saftige Rezession fällt, geradezu überragend. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Märkte natürlich langsam die Nase voll haben von einer EZB, die sich um Fragmentierung kümmert, die sich um Klimapolitik kümmert, aber nicht um die Inflation kümmert, die jetzt im Juli mit einem Zinsschrittchen von 0,25% eine Inflation von fast 9% begegnen will. Und wenn wir uns mal die Erzeugerpreise anschauen, die weit über 30% sind, dann könnte es im nächsten Monat schon zweistellig sein mit den Verbraucherpreisen, also mit der Inflation. Und da hat man das Gefühl und da haben die Märkte jetzt langsam die Witterung aufgenommen und haben gesagt, okay, so geht das nicht mehr heute. Wie gesagt, der Euro im freien Fall. Schauen wir uns die Dinge mal an. Denn der schwache Euro wird wiederum die Inflation noch mal weiter verschärfen, was die aussichtslose Lage der EZB noch weiter verschärft. Und diese aussichtslose Lage, die wollen wir uns mal entspannt anschauen. Euro, wie gesagt, auf tiefstem Stand seit 2003. Die Parität rückt jetzt näher, also das Wechselkursverhältnis 1:1. Aber wenn wir uns diesen Chart mal anschauen auf Monatsbasis bei Euro-Dollar, ja, dann könnte die Gemeinschaftswährung durchaus bis 0,85 fallen zum US-Dollar. Und das ist auch eine Folge der monetären Inkontinenz. Das ist eine Grafik, die mir ein Zuseher meiner Videos dankenswerterweise geschickt hat. Die wird dann zum Problem, wenn man sich vom anstrengenden Gelddrucken einmal ausruhen muss. Und jetzt tropft es ein bisschen runter, gell? Und diese Euro-Schwäche, wie gesagt, die kann uns teuer zu stehen kommen. Sie erschüttert das Vertrauen in die EZB ist erschüttert, weil die nichts gegen die Inflation tut, sondern sich um Genderfragen kümmert, um Klimapolitik kümmert, um alles kümmert, nur nicht um die wirklichen Probleme, die wir haben. Und das wird irgendwann abgestraft und dieses Abstrafen, das passiert aktuell. Hier sehen wir nochmal Euro-Dollar oder Euro-Dollar 1,0244, minus 1,7% heute. Euro-Franken auch deutlich verloren, jetzt auch unter 1, minus 0,75%. Und auch zum japanischen Yen, der ja auch jetzt nicht gerade im Konzert der erfolgreichen Währungen mitspielt, der ja auch einen Crash hinter sich hat, weil eine Notenbank mit der Bank of Japan hinter dem Yen steht, die ähnlich ignorant ist wie die EZB. Also selbst gegenüber dem Yen verliert der Euro heute 1,4%. Und da macht sich Madame Lagarde Inflation ein bisschen Sorgen und blickt so ein bisschen auf die 1920er Jahre in Deutschland, fürchtet, dass wir irgendwann unsere Kamine, wenn wir sie denn haben, mit Euroscheinen heizen könnten. Na, so weit ist es noch nicht, aber man sieht, das Problem ist doch virulent. Und was macht die EZB? Die hat heute 4 oder 5 Tweets abgesetzt. Einer davon ist, Euro Area Financial Assets vis-à-vis Russia fällt bei 53 Billionen Euro. Also man zeigt, wie sich das Eurosystem von den Russen weiter entflechtet hat. Das kann man zeigen, ist aber jetzt nicht das, was eigentlich die Leute so wirklich interessiert. Und dann weiterer Tweet von der Europäischen Zentralbank. Wie weit sind wir jetzt gekommen mit dem Greening Central Banking, also mit dem grünen Zentralbanking? Man hat das Gefühl, die Herrschaften haben den Schuss nicht gehört. Die tanzen da ihren Namen in einer Parallelwelt und irgendwann wird das ein bisschen viel für die Leute, die sagen, Leute, hört jetzt mal auf, ihr habt 1500 Mitarbeiter, die irgendwelche Projektionen machen, Inflation berechnen, Wirtschaftswachstum berechnen und das ist alles für die Katz. Die Prognosen sind so schlecht,
dass ein Volltrottel wie ich bessere Prognosen machen kann, ohne jetzt wirklich genial begabt zu sein, kann das eigentlich jeder. Nur die EZB kann es nicht, weil sie in einer Ideologie lebt, weil sie mit ihrer Ideologie zu einer Realitätsverweigerung neigt, und die Folge sehen wir jetzt: mit dieser Realitätsverweigerung wird sie langsam abgestraft, und die Märkte beginnen jetzt zu erkennen, dass die EZB die Zinsen nicht viel anheben kann in diese kommende Rezession hinein, weniger jedenfalls als die Amerikaner wahrscheinlich, die ja schon große Schritte gemacht haben, 0,5, 0,75. Wahrscheinlich jetzt auch nochmal der nächste Schritt, mindestens 0,5. Hier sehen wir mal die Forward Rate Differentials zwischen den USA und der Eurozone. Da geht man davon aus, dass die Eurozone in Sachen Zinsen da irgendwo mit muss. Das zumindest ist eingepreist, aber Robin Brooks zeigt, dass das nicht passieren wird, dass die EZB viel weniger Potenzial hat, die Zinsen anzuheben, als die Amerikaner, die auch ein sehr beschränktes Potenzial in diese Richtung haben. Dementsprechend auch noch sehr viel abwärts Potenzial für den Euro zum Dollar erkennbar ist. Und das preisen jetzt auch die Anleihemärkte ein. Wir sehen etwa die zweijährige deutsche Staatsanleihe ist heute mal eben um schlanke 16 Basispunkte gefallen auf nur noch 0,46%. Kürzlich waren wir noch über 1%, nachdem die Renditen ja deutlich angestiegen waren zuvor, weil man eben gesagt hat, hups, selbst die EZB muss jetzt die Zinsen anheben. Also selbst diejenigen, die eigentlich alles tun wollen, außer die Zinsen anzuheben. Und jetzt kommt eben noch neben dieser dilettantischen, ignoranten EZB diese ganze Energiethematik hinzu. Jetzt muss der deutsche Staat offenkundig Uniper retten, will damit etwa 5 bis zu 5 Milliarden Euro einsteigen, wie das Handelsblatt berichtet, und sich etwa ein Viertel der Anteile sichern. Gleichzeitig gibt es ja jetzt neue Möglichkeiten, neue gesetzliche Möglichkeiten. Man will versuchen, seitens der deutschen Regierung die Marktmechanismen, solange es geht, eben irgendwie intakt zu halten, aber es könnte zu außergewöhnlichen Preisanpassungsregulationsdingen kommen, bla blub blub blub, das heißt nichts anderes als Preisdeckel wird man dann versuchen zu installieren, und wir haben ein bisschen Erfahrung mit Preisdeckel in den letzten 7850 Jahren sammeln können und können feststellen, sie haben nie funktioniert, aber diesmal ist alles anders, meine Damen und Herren. Jetzt sehen wir, dass uns Putin schon so ein bisschen an einer empfindlichen Stelle gepackt hat, nämlich diese Energiefrage. Und hier sehen wir mal die deutschen Elektrizitätspreise am Future-Markt. Wir sehen den europäischen Erdgaspreis. Beides schießt wieder nach oben. Beides ist auf dem Weg wieder zu möglicherweise neuen Allzeithochs. Und das in einer Situation, wo die Wachstumserwartungen für die Eurozone noch bei plus 2,7% liegen für das Jahr 2022. Wenn das eintritt, dann würde ich mich gewaltig täuschen. Ich würde da eher ein Minus wahrscheinlich davor setzen, wenn wir das jetzt mal aufs Gesamtjahr beziehen. Kommt natürlich darauf an, wie diese ganze Kriegsthematik weitergeht, wie vielleicht dann auch Corona nochmal im Herbst weitergeht, nachdem die Zahlen ja jetzt sogar im Hochsommer schon deutlich steigen. Ob Putin Gas liefert etc. etc., das alles kann man nicht wissen, aber das normale Szenario ist auf jeden Fall weniger optimistisch als diese plus 2,7%, zumal jetzt noch andere Faktoren dazukommen, etwa in Norwegen, wo ein Streik bei Mitarbeitern in Sachen Energie, vor allem im Bereich Gas, hier für Probleme sorgt. Jetzt hat Norwegen heute verlauten lassen, es könnte sein, dass wir kein Gas mehr liefern in die Eurozone, nach Europa bzw. nach UK. Praktisch 60% der norwegischen Gasimporte sind ab Samstag schon nicht mehr verfügbar. Das heißt, das alles verschärft das ganze Thema noch. Also wir sitzen so richtig in der Patsche. Hauptsache, wir haben Spaß dabei. Ja, Humor ist, wenn man trotzdem lacht, meine Damen und Herren. Insgesamt sehen wir aber, wie Bloomberg's Stephen Stubbs-Chinsky hier schreibt, dass natürlich einige Staaten jetzt schon eine gewisse Abkehr von ihrer hohen Climate Change Ideologie gemacht haben, hin zur Stützung, wie etwa Deutschland, zur Stützung eines Konzerns, der vorwiegend wie Uniper eben noch mit fossilen Energieträgern zu tun hat.
Also hier sehen wir, man hat den Schlag schon so ein bisschen gehört, schon weil die Not schlichtweg zu groß ist. Hier sehen wir mal einen witzigen Tweet, sei auf der Hut vor dem Gasmonster. Das ist eine Zeichnung innerhalb eines Charts, denn was wir hier blau sehen, das sind die europäischen Gaspreise. Was wir rot sehen, sind die amerikanischen Gaspreise, sogenannte Henry Hub und oben eben TTF. Also praktisch europäische Gaspreise und amerikanische Gaspreise verglichen. Da sehen wir die europäischen skyrocketing nach oben, Viagra-mäßig nach oben. Die Preise für Gas in den USA fallen. Wir sehen auch, dass die Tankstellenpreise jetzt fallen. 21 Tage in Folge ist das jetzt der Fall. Wir sind also in einer völlig anderen Situation, wir Europäer, als die Amerikaner. Und dementsprechend werden die Märkte dann eben auch zu einer anderen Einschätzung kommen in Sachen US-Dollar und in Sachen Euro. Dazu eben noch diese ganze Notenbank-Thematik, die hier eine Rolle spielt. Und wir sehen heute etwa Bauernunruhen, kann man sagen, schwere Bauernproteste in Spanien gegen bestimmte EU-Regelungen. Wir sehen Ähnliches in Holland, wo es also wirklich zu ziemlich herben Auseinandersetzungen zwischen diesen Bauern und der Polizei gekommen ist. Also da ist Unruhe jetzt im Volk, gerade auch bei den Bauern, die letztendlich ja die größte Bürde tragen müssen, die gegängelt werden von vielen gut gemeinten, aber in der Praxis ziemlich idiotischen Vorschriften und die gleichzeitig alles tun müssen, um unsere Ernährung zu sichern. Und irgendwann haben die Herrschaften vielleicht auch keine Lust mehr dazu. Kommen wir jetzt zu dem Thema, was heute für die Märkte so wichtig ist. Rezession, das ist sozusagen das große Thema heute. Morgan Stanley warnt, dass das Wachstum in den USA viel schlechter ist als erwartet. Und hier unten sehen wir mal etwa den ISM-Index im Vergleich mit dem Verhältnis zwischen zyklischen und defensiven Aktien. Und wir sehen, die Zykliker sind deutlich runtergekommen im Vergleich zu den defensiven Aktien. Das heißt, die Aktienmärkte spielen schon in dieser Selektion zwischen Zyklikern und defensiven Werten schon praktisch dieses Rezessionsspiel. Unter der Oberfläche der Indizes passiert das schon längst. Dementsprechend dürfte auch der ISM-Index, also praktisch der Einkaufsmanager-Index, als bester Frühindikator für die Konjunktur auch bald weiter abschmieren. Wir haben ja schon den ISM gesehen, jetzt am Freitag. Schwächer als erwartet, dürfte bald unter 50 fallen. Dann spielt heute eine Rolle, am Freitag kommen ja die großen US-Arbeitsmarktdaten, dass jetzt die ersten Flüsterschätzungen da sind, die sagen, wir könnten eine Minuszahl sehen, also dass Jobs verloren gehen. Offizielle Prognose 268.000 und die Anleihemärkte spielen ohnehin das Thema Rezession. Hier etwa 2- und 5-Jährige erstmal seit der Covid-Lockdowns jetzt invertiert. Ebenso die 2- und die 10-Jährige und die Inversion von Anleiherenditen ist normalerweise ein sehr, sehr gutes Signal für eine kommende Rezession. Und das ist das große Thema heute. Dementsprechend sehen wir, dass die Rate-Hike-Expectations, die Erwartungen an Zinsanhebungen auch durch die Fed deutlich sinken. Und dass wir vor allem dann auch sehen, dass man erwartet, dass die Zinsen früher und schneller dann wieder sinken, nachdem sie vorher angehoben worden waren durch die Fed, als bisher eingepreist. Und so entstehen bestimmte Bewegungen am Markt. Der Bondmarkt, also der Anleihenmarkt, hat ohnehin den Prognosen der Fed auch nicht geglaubt. Hier sehen wir etwa die Dotplots, also die Erwartungen an die Zinsentwicklung durch die Fed-Mitglieder selber in Relation zu den Fed-Fund-Futures. Die Fed-Fund-Futures gehen davon aus, dass die Fed die Zinsen viel früher senken wird, als die Fed es jetzt noch glaubt. Und so sehen wir dann auch die Rendite etwa der 10-jährigen US-Staatsanleihe deutlich unter Druck, ist jetzt aus diesem Aufwärtstrendkanal, diesem sehr steilen Aufwärtstrendkanal rausgefallen und damit passiert das, was eigentlich nach Adam Riese zu erwarten war, nämlich, dass wenn eine Rezession jetzt in Sicht kommt, dass dann die Anleiherenditen wieder nach unten gehen. Sicherer Hafen ist gefragt, sofern solche Anleihen sichere Häfen sind, aber jedenfalls werden sie von den Investoren so angenommen. Dementsprechend sehen wir also höhere Anleihekurse, denn wenn die Anleihekurse steigen, fallen die Renditen. Und wir sehen, dass etwa der VIX, also die Volatilität der Volatilität, so niedrig ist wie seit 2019 nicht mehr. Seit Ende 2019 nicht mehr. Das heißt, die Volatilität ist nicht sehr volatil derzeit. Das zeigt für mich, dass die Märkte eigentlich nicht mehr so richtig viel Potenzial nach unten haben, was die Aktienmärkte betrifft.
ist eine Annahme, aber ich würde das Ganze jetzt nicht mehr shorten, weil ich davon ausgehe, dass dieses Rezessionsgespenst, was immer konkreter wird und heute etwa die Rohstoffpreise massiv nach unten gebracht hat, wir sehen Öl, ist WTI unter 100 gefallen, minus 9%, in den USA auch eben Erdgas deutlich runter, Gold fällt, Silber fällt, Kupfer fällt, Sojabohnen fallen, Aktienmärkte sind gefallen, während gleichzeitig dann JP Morgan ja eine Analyse rausgehauen hat, ja, Worst-Case-Szenario für Öl $380, sehr, sehr sportlich und wahrscheinlich nicht sehr realistisch. Denn jetzt ist erstmal das Rezessionsspiel angesagt. Dazu hat mein Kollege einen wunderbaren Artikel geschrieben, nämlich Aktien und Anleihen, warum sich beide Anlagenklassen im Bärenmarkt befinden. Da hat er mal wirklich die Mechanik und die Logik der Investoren auf den Punkt gebracht. Unbedingt lesen, wenn Sie verstehen wollen, wie Märkte funktionieren und warum die Dinge so passieren, wie sie passiert sind. Denn dann werden Sie vielleicht auf den Trichter kommen, was demnächst passiert. Es ist nämlich durchaus möglich, dass diese beiden Anlageklassen, die ja die wichtigsten sind, jetzt sich erholen werden. Die Anleiherenditen fallen, dadurch steigen die Anleihekurse wegen Rezession. Die Aktienmärkte spielen dann das Spiel, okay, vielleicht kommt eine Rezession, wenn die nicht allzu schlimm ist. Dann wird dennoch die Fed die Zinsen nicht so stark anheben können. We will see. Aber was Sie auch unbedingt sehen müssen, ist ein Vortrag von Hans-Werner Sinn, der all diese Probleme, die durch die EZB verursacht sind, durch dieses ignorante Verhalten verursacht sind, auf den Punkt gebracht hat. Inflation und EZB, Hans-Werner Sinn über Ursachen und Folgen. Eine Reform der EZB ist notwendig. Böse Zungen sagen ja sogar, man sollte sie abschaffen. Aber das sind böse Zungen, nämlich die EZB. Und sonst wird die Eurozone auseinanderbrechen, wenn da nichts passiert. Das sehe ich genauso wie Hans-Werner Sinn. Unbedingt anschauen, ein toller Vortrag von Captain Ahab gewissermaßen. Also diese beiden Artikel werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Und jetzt wieder die Bitte, teilt das Video, teilt die Artikel, seid uns gewogen, helft uns mit eurer Schwarmintelligenz, diese Dinge weiter zu verbreiten. Jetzt sage ich erstmal Servus und Ciao, schönen Feierabend. Wir sehen uns morgen zum Videoausblick. Ciao.